Vorsicht, Abgleis 14, der verspätete Schnellzug Istanbul Express von Istanbul herein. Bitte Vorsicht, Abgleis 14. Der Koffer da. Da habe ich ja gar nicht eingeladen. Bitte, kommen Sie, wir haben es sehr eilig. Gleich. Ja, mein Schatz? Na, im Darkness. Na? Wie war's heute? Besser. Ein Husten? Besser geworden. Nur noch ein paar Mal. Nicht mehr so schlimm. Der Arzt? War da, gegen Mittag. Was sagt er? Oh, er war ganz zufrieden. Wir sollen uns kein. Entschuldigung. Besser geworden. Schlimmer ist das geworden. Aber er hat es gesagt. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Komm, nimm das. Es wird Lisbeth sein. Na, ich geh schon. Ja, grüß dich, Herr. Guten Abend, Vater. Du bist schon da? Ja. Ich habe heute früher Schluss gemacht. Wie
geht's Ihnen denn? Na ja, der Arzt sagt, es ist besser geworden. Immer diese Sprüche von Ärzten. Lisbeth hat für euch eingekauft. Das ist aber nett, das wäre nicht notwendig gewesen. Ich wäre schon allein zurechtgekommen. Was ist denn das für ein Koffer? Ja, das ist eine komische Geschichte. Den habe ich in meinem Wagen gefunden. Hat jemand vergessen? Nein, nicht vergessen. Ich will da Gebäck einladen und da sehe ich plötzlich, dass da ein Koffer drin ist, den ich gar nicht reingetan habe. Was soll das denn? Merkwürdig, gell? Wem gehört der denn? Ist da ein Name drin? Kein Name, keine Adresse, gar nichts. Wie erklärst du dir das mit dem Koffer? Ich stand am Hauptbahnhof, als ich den Koffer entdeckt habe. Später habe ich gehört, dass er Razzia war, als der Zug aus Istanbul einlief. Du meinst, das könnte was damit zu tun haben? Weiß nicht, keine Ahnung. Du, ich schau mir den Koffer nochmal an. Tatsächlich. Kein Name, kein Aufkleber, gar nichts. Aber das sind die Koffer, die haben. Keine besonders guten. Das ist ein türkischer Koffer. Ich sehe das nicht. Für mich ist das ein Koffer. Ist aber türkischer. Was willst du damit machen? Ich wollte ihn beim Fundbüro abgeben, aber die hatten schon zu. Na ja, gebe ihn halt morgen ab. Oder vielleicht gleich zur Gepäckaufbewahrung. Und ich sage dir, der ist aus Istanbul, der Koffer. Ich sage meiner Mutter guten Abend. Guten Abend, Mutter. Hört sich nicht gut an, dein Husten. Nicht so schlimm. Wirklich nicht. Bitte, Harald. Beruhige Vater. Macht sich Sorgen. Zu viele Sorgen. Habt ihr Bescheid bekommen wegen des Sanatoriums? Ja, ich kann nächsten Monat hin. Aber ich will nicht ins Sanatorium. Man wird doch nur dort gesund, wo man sich wohlfühlt. Und wohl fühle ich mich doch nur zu Hause. Gute Nacht, Mutter. Schlaf gut. Lisbeth, komm morgen vorbei. Morgen Mittag. Sie sieht nach Mutter und kocht euch was. Mutter sagt, wie machst du dir Sorgen? Natürlich mache ich mir Sorgen. Es kann ja jeden Augenblick was mit dir passieren. Aber ich muss so fahren. Denken wir nicht an das Schlimmste. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Harald. Drehen Sie sich nicht um. Fahren Sie los, ich bin gekommen, den Koffer abzuholen. Ich habe gesagt, drehen Sie sich nicht um. Sie haben gestern in Ihrem Wagen einen Koffer gefunden. Wo haben Sie ihn? Los, fahren Sie. Ich habe den Koffer zur Gepäckaufbewahrung gegeben. Sehr gut. Das haben Sie sehr gut gemacht, bravo. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Kann ich den Aufbewahrungsschein haben? Danke. Besten Dank. Sie haben sich richtig verhalten. Sie haben sonst niemanden verständigt? Wie meinen Sie das? Werde ich das schon meinen. Kann ich den Koffer abholen, ohne dass ich von irgendjemandem belästigt werde? Oh. Sollen Sie nicht umdrehen? Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich wusste nicht, wohin mit dem Koffer. Und zunächst nach Hause mitgenommen und dann abgegeben. Ist gut. Ja, nehmen Sie. Für Ihre Mühe. Nein, Geld will ich nicht. Sie können es ruhig nehmen. Sie haben es verdient. Ehrlich verdient. So, und jetzt halten Sie an und lassen mich raus. Und in Ihrem Interesse, keine Mitteilung an irgendjemanden. Wenn Sie mich da reinlegen, verlassen Sie sich drauf. Ich finde Sie. Musik.
Mutter. Komme ich zu spät? Nein, Lisa. Tag, Mutter. Geht's dir? Sehr gut. Ich mache euch so viel Mühe. Ach, nicht die geringste. Ich bin eh allein zu Hause. Harald ist noch im Geschäft. Ich mache was zu essen. Ne? Ich rufe 3741. Recruitment 3741. Ich habe ihn schon zweimal gerufen, aber er meldet sich nicht. Ich bin vor ungefähr einer Stunde an ihm vorbeigefahren. Er stand in der Königinstraße. Ich versuch's nochmal. 3741. Hugo! Du wirst dauernd gerufen! Taximord. In der Königinstraße ist ein Taxifahrer ermordet worden. Na, dann fahr hin. Das mitten auf der Königinstraße, mitten im Verkehr. Und der Taxifahrer ist nicht beraubt worden. Was sagt denn der Arzt? Stich in die Brust. Der Fahrer hat sich entweder zu seinem Fahrgast umgedreht oder sein Mörder hat ihn mit der linken von hinten umfasst, sich nach vorne gebeugt und mit der rechten zugestochen. Die Tatwaffe? Nichts. Gibt's irgendeinen Hinweis auf den Täter? Herr Wessel hat eine interessante Beobachtung gemacht. Ja, also ich fuhr gerade durch die Königinstraße. 3741 wurde gesucht. Was? Ja, 3741 ist Hugo Dornwall. Ja. Ich höre den Ruf und sehe in dem Moment Hugo stehen in der Königinstraße. Es stieg gerade ein Mann aus. Könnten Sie ihn beschreiben? Beschreiben ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich habe den Mann nur im Vorbeifahren gesehen. Nein, er hat den Fahrgast nicht gemeldet. Er muss irgendwo eingestiegen sein. Wenn man so ein Schwein erwischen könnte, ich täte ihn umbringen. Die werden doch viel zu gering bestraft. Was kriegen die denn? 10 oder 12 Jahre? Nach 7 Jahren sind sie wieder raus. Leben gegen Leben, so müsst's sein. Was willst du machen, wenn einer ein Messer zieht? Weiß deine Frau ich schon? Wilhelmi sagt, ich soll da nicht anrufen. Auf keinen Fall, die ist krank, die liegt im Bett. Abends kommen doch immer die Kinder. Ich weiß es von Hugo. Also gut, ruf an, aber frag erst, wer am Apparat ist. Kann uns allen so gehen, dass man bei uns zu Hause angerufen wird. Dornwall, Harald Dornwall. Was? Er ist tot? Ja, man hat ihn erstochen. Harald, bleib zu Hause. Ich komm vorbei. Ich setz mich sofort in den Wagen. Was ist denn? Vater ist... Der Koffer. Wo ist der Koffer geblieben? Ich sehe den Koffer nicht mehr. Er war ungefähr so groß, ja. Ein normaler Koffer aus Kunststoff. Hellblau mit normalen Verschlüssen. Er sah ganz unauffällig aus. Und den hat Ihr Vater im Kofferraum gefunden? Ja, er war plötzlich in seinem Wagen, ohne dass er wusste, wie er da reingekommen ist. Das war vom Hauptbahnhof, ne? Ja, am Seiteneingang. Er steht immer am Seiteneingang. Später hat er gehört, dass im Bahnhof eine Razzia war. Beim Zug aus Istanbul. Und Ihr Vater hat dann angenommen, dass der Koffer was damit zu tun haben könnte? Ich habe angenommen, dass der Koffer etwas damit zu tun hat. Ich habe meinem Vater gesagt, das ist ein türkischer Koffer, den jemand schnell loswerden musste. War er anderer Ansicht? Er hielt es für möglich, war aber nicht sicher. Er wollte den Koffer zum Fundbüro bringen, aber das war schon zu. Ja, was hat er da mit dem Koffer gemacht? Er wollte ihn vorerst zur Gepäckaufbewahrung geben. Hat er das getan? Ich nehme an, ich weiß nicht. Könnte Ihre Mutter etwas darüber wissen? Meine Mutter? Die weiß noch gar nicht, dass mein Vater tot ist. Sie ist krank. Sehr krank. Wir haben uns nicht getraut, ihr etwas zu sagen. Meine Frau sagt es ja gerade. Ich selbst konnte es einfach nicht. Gestern, Mama. Gestern Nachmittag. Wir konnten es dir doch nicht sagen. Du schliefst doch endlich einmal. Da haben wir nicht gewagt, dich zu verlieren.
Ungefähr so groß, Kunststoff, hellblau. Ja, aus Kunststoff sind jetzt die meisten. Wann soll die das gewesen sein? Samstag. Ja, da habe ich Dings gehabt. Taxifahrer hat abgegeben. Mein Vater ist mittelgroß und ersetzt. So lockige Haare wie ich. Sie haben doch ein Foto, zeigen Sie es mir. Das ist er. Ja, das könnte sein. An den kann ich mich erinnern. Der hat einen Koffer abgegeben, richtig. Sagen Sie, können wir mal reinkommen, vielleicht liegt man dann ja, näher. Ja, bitte schön, Schatz. Der Taxifahrer scheint den Koffer tatsächlich bei der Aufbewahrung abgegeben zu haben, nur der Koffer ist nicht da. Also jedenfalls konnte ihn der junge Dornwall nicht finden und er ist überzeugt, dass er ihn wiedererkannt hätte. Also ist der Koffer abgeholt worden. Ja, wenn der Besitzer den Koffer abgeholt hat, ich meine, was gäbe es da für einen Grund, den Taxifahrer zu ermorden? Der Besitzer hätte allen Grund, ihm dankbar zu sein. Ja, das sollte man annehmen. Also, hat ihn ein anderer abgeholt? Ja, das wissen Sie nicht. Sie können sich jedenfalls nicht erinnern. Gehabt und Dr. Heinze angerufen. Der ist gekommen und hat ihr eine Spritze gegeben. Und jetzt schläft sie. Ich kann es ja selber nicht fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein verrückter Traum. Erstochen. Sie haben Vater erstochen. Was machen wir jetzt? Wir können Sie nicht allein lassen. Auf keinen Fall. Ich habe mir gedacht, wir bleiben bei ihr. Ich mache dann das Bett im Wohnzimmer. Ja, ist gut. Wer kann das getan haben, Harald? Und warum? Hallo? Wer sind Sie? Sagen Sie Ihren Namen. Dornwall ist hier. Sind Sie mit dem Taxifahrer verwandt? Ich bin der Sohn. Wer ist denn da? Ich muss mit Ihnen sprechen. Und zwar so schnell wie möglich, in einer Sache, die Ihren Vater betrifft. In einer Sache, die meinen Vater betrifft? Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Hören Sie mir genau zu. Ja. Wer war denn dran? Ich weiß es nicht. Ein Mann, der seinen Namen nicht genannt hat. Er will mich sehen. Was soll das? Ich soll nach Schwabing kommen. In die Rambergstraße 8. Man wird mich ansprechen. Wir müssen die Polizei verständigen. Eben das soll ich nicht tun. Aus Gründen, die auch meinen Vater betreffen. Was meint er damit? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Harald! Mutter.
Gib mir die! Es tut mir leid, was da passiert ist mit Ihrem Vater. Er war selber schuld. Er hat den Mann, dem dieser Koffer gehört. Sie wissen von dem Koffer. Er hat den Eigentümer bestehlen wollen. Er hat das, was in dem Koffer war, herausgenommen und für sich behalten. Wenn Ihr Vater das nicht getan hätte, wird er noch leben. Es handelt sich um 10 Plastiktüten. Jede von ihnen etwa 1 Kilo schwer. Wo sind sie? Sie sind es also. Sie sind es. Sie sind der Mörder. Sie haben meinen Vater umgebracht. Sie sind das! Ich habe mit dem Mörder gesprochen. Mit dem Mörder. Nicht aufmachen. Wer ist da? Klein, Kriminalpolizei. Moment bitte. Wir sagen nichts. Kein Wort sagen wir. Es hat seine Gründe, Lisbeth. Kein Wort. Moment noch. Hast du verstanden? Aber du sagst doch, dass ich nicht sag dir, es hat seine Gründe. Kein Wort. Entschuldigen Sie. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ist ja schlimm aus, was? Ich bin die Treppe runtergefallen, ein ziemlich böser Sturz. Hier im Haus? Ja, vor ein paar Minuten. Bitte, kommen Sie. Tut das nicht schrecklich weh? Es geht schon. Weswegen sind Sie gekommen? Ja, wir ermitteln natürlich weiter, danke. Und stellen alle möglichen Überlegungen an. Für uns war die Frage, ob der Koffer nicht doch in dem Mordfall eine Rolle gespielt hat. Wir denken ja. Das denke ich auch, ja. Obwohl es erscheint da etwas ungereimt. Ich meine, der Besitzer hat zwar seinen Koffer wiederbekommen. Es gibt also eigentlich keinen Grund, warum man ihren Vater ermordet hat. Es sei denn, und das ist wirklich nur eine Möglichkeit, könnte es sein, dass der Besitzer seinen Koffer nicht unversehrt zurückbekommen hat? Was meinen Sie? Um es ganz direkt zu sagen, könnte Ihr Vater dem Koffer etwas entnommen haben. Was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie sagen, dass er den Koffer aufgebrochen hat? Dass er ein Dieb ist? Ich sprach nur von einer Möglichkeit. Ihr Vater könnte etwas herausgenommen haben. Ja, was denn? Wollen wir gleich nachsehen, alles untersuchen, alles auf den Kopf stellen? Bitte, steht die Nachricht. Sie müssen es ganz sachlich sehen. Wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit. Ja, schon gut. Ich hab's gehört. Besten Dank. Ich werde nachsehen und Ihnen dann Bescheid sagen.
Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, was ist eigentlich los hier? Was wollte er? Sie halten es für möglich, dass Vater den Koffer, den er gefunden hat, aufgebrochen und etwas herausgenommen hat. Vater bricht doch keinen Koffer auf. Und wenn doch? Er hat den Koffer aufgebrochen, Lisbeth, und etwas herausgenommen. Da fehlen 10 Plastiktüten. Wer sagt das? Der, der ihn umgebracht hat. Der Mörder sagt, dass Vater ihn bestohlen hat. Das kann ich der Polizei doch nicht sagen. Dass Vater einen Koffer aufgebrochen hat. Gestohlen hat. Vielleicht selber ein Geschäft machen wollte. Das könnte sein, Lisbeth. Aber es geht doch um seinen guten Namen. 10 Plastiktüten. Wo könnte er die haben? Er sagt, er ist die Treppe runtergefallen, aber so wie der aussah, haben die den einfach ganz brutal zusammengeschlagen. Was hält er denn von unserer Theorie, dass sein Vater den Koffer vielleicht geöffnet hat? Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Sagst du das im Ernst? Ein Koffer aus Istanbul. Von der Polizei in Sicherheit gebracht. Die eine Razzia veranstalten. Die ganz sicher einen Tipp bekommen haben. Was du hier siehst, ist Rauschgift. Heroin wahrscheinlich. Mein Vater ist in einer Rauschgiftsache verwickelt. Kann ich das den Leuten sagen? Ja, bitte, Dornwall. Leben Sie noch? Ja, ich lebe noch. Seien Sie froh, dass man Sie nicht totgeschlagen hat. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich komme Ihnen entgegen. Ich zahle Ihnen etwas für die Rückgabe der Plastiktüten. Sie bekommen von mir 5000 Mark. Sie Mörder, Sie. Sie Mörder! Mörder! Was? Er war's wieder. Bietet mir Geld. Geld. 5000 Mark für die Plastikbeutel. Ich soll Geschäfte machen mit dem Mörder meines Vaters. Wer ist da? Ich bin Henry. Bist du allein? Ja. Wie siehst du denn aus? Dann kläre ich dir nachher. Komm rein, Jakob. Komm bitte mit in die Küche. Tag, Lisbeth. Tag. Ich wollte mich erkundigen, wie es euch geht. Gut, dass du da bist. Ich weiß nur keinen Rat mehr. Was ist denn hier los? Siehst du den Plastikbeutel? Was ist damit? Der war in dem Koffer. Du weißt ja von dem Koffer. Den Hugo plötzlich im Wagen hatte? Ja. Vater hat 10 dieser Plastikbeutel ganz offenbar aus dem Koffer herausgenommen. Rausgenommen? Ja, hat ihn aufgebrochen, verstehst du? Und was du hier siehst, ist Rauschgift. Ich bin überzeugt davon, dass das Rauschgift ist. Gib mir mal ein Messer, ich schau mal nach. Das ist sicher Heroin. Bitte, Lisbeth, schau doch mal nach, Mutter. Ich erzähl dir, was passiert ist. Ich möchte nicht mehr leben, Lisbeth. Dann haben sie mich verprügelt und die Treppe runtergeworfen. Und eben hat der Kerl angerufen. Bietet mir 5000 Mark für die 10 Plastikbeutel. Du hast der Polizei nichts gesagt? Kein Wort. Kann ich doch nicht. Mein Vater ist doch mit drin. Er hat den Koffer aufgebrochen, weil er ahnte, was da drin ist.
Das da. Ist das wirklich Heroin? Ach, Heroin. Weiß ich, wie Heroin aussieht? Ich sag nur, es kann gar nichts anderes sein. Kann man das schmecken? Sag mal, hast du eine Ahnung, was das wert ist? Das stellt doch einen Wert dar, was meinst du? Keine Ahnung. Was mache ich nur? Wo liegt das Haus, in das der Kerl dich bestellt hat? Rambergstraße 8. Wir gehen hin. Aber lass dich erst von Lisbeth verarzten. Ja, ist gut. Hallo? Zeitung. Komm. Bist du soweit? Ja, ja. Du, Harry, bestell mir noch mal für morgen den jungen Dornwall her. Das ist ja nur eine Frage. Es kam irgendwie die Sprache drauf. 3 Kilo, sagen wir, Heroin. Was das wert ist. Heroin? Ich weiß es nicht, aber... Das Gramm wird so 40 Mark kosten. Ein Gramm doch nicht. Die strecken das doch. Da sagen wir mal ganz reines. Absolut reines. Also, ich habe mal gelesen, da ist einer erwischt worden mit 5 Kilo. Da schreiben die was von 600.000 Mark. Wieso willst du das wissen? Ich habe nur gesagt, es kam irgendwie die Rede drauf. Fargas, wir unterhielten uns. Der sagte was von 1 Million. Kann auch sein. Sagt jeder. 1 Million ist drin. Die Schätzungen gehen von 600.000 bis zu 1 Million. Und das hat Hugo auch gewusst. Der hat das gleich gespannt. Wenn er das Haus genommen hat, dann hat er auch gewusst, warum. Das sind da alles Verbrecher. Wenn du das so siehst, sieht's klar anders aus. Mut hat er gehabt, dein Vater. Und eine Überlegung war dabei. Was denn für eine? Kennst du deinen Vater besser als ich? Sag's mir trotzdem. Bist du denn so bescheuert? Einfach aufgelegt. Es war ein Fehler, den Sie sich nicht leisten können.
Gott sei Dank, dass du da bist. Ich hab solche Angst gehabt. Na, wieso denn? Ja, und das Haus? Na, vollkommen leer. Komm, ich brauch einen Schnaps. Ist das nicht verrückt? Wir sind mitten in eine Rauschgiftsache geraten. Wir! Wir können nicht mal zur Polizei. Und haben das Zeug im Haus. Ich habe mir was überlegt, Harald. Wirf das doch einfach weg. Wegwerfen? Ja. Wenn du Vaters wegen nicht zur Polizei gehen willst, dann gibt's auch nur diesen Weg. Wirf das einfach weg. Ja, weißt du, was das wert ist? Eine 500.000 vielleicht. Oder noch mehr. An was denkst du denn? Ich frage mich, an was Vater gedacht hat. Herr Dornwald, da sind Sie ja. Kommen Sie. Sie werden schon erwartet. Guten Tag, Herr Dornwald. Es tut mir leid, das mit Ihrem Vater. Danke. Setzen Sie sich bitte. Sind Sie in eine Schlägerei geraten? Nein, ich bin eine Treppe runtergefallen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie sind doch verdroschen worden. Nein. Na, und wenn schon? Also, wer hat Sie verprügelt? Und warum? Das hat hier nichts mit zu tun. Ich möchte nicht darüber sprechen. Kennen Sie die Leute, die Sie geschlagen haben? Nein. Schildern Sie doch mal den Hergang. Warum? Ich möchte nicht. Es hat da keine Bedeutung. Warum haben Sie mich herbestellt? Hat sich der Eigentümer des Koffers bei Ihnen gemeldet? Nein, nein. Bei mir gemeldet? Warum sollte er das? Herr Dornwall, für mich steht fest, dass Ihr Vater den Koffer geöffnet hat. Dass er den Inhalt an sich genommen hat. Rauschgift. Nicht? Nach der Lage der Dinge, die Razzia der Zug aus Istanbul, meine Kollegen, die hatten einen Tipp bekommen. Glauben Sie, die haben aus Spaß einen ganzen Bahnsteig überwacht? Also, ich frage Sie noch mal. Hat Ihr Vater den Koffer aufgebrochen? Nein. Er hat, Herr Dornwall. Er hat. Da ist alles drin. Lass das bei mir erstmal zum Haus raus ist. Was hast du Lisbeth gesagt? Weil ich das Zeug in die Isar schütte. Sie hat das geglaubt? Ja, sie hat es geglaubt. Isar? Zu wahnsinnig nur Millionen in die Isar? Ja, bitte? Dornwall? Ja? Nein? Bitte? Angerufen? Er sagt, du sollst ihm die Plastikbeutel zurückgeben. Es ging um dein Leben. Mein Leben. Mit so einer Drohung habe ich gerechnet, das musste ja kommen. Hast du ihm nicht gesagt, dass wir keine Beutel haben? Wir haben keine, also was will er? Bleib liegen, Mutter. Bleib liegen, bitte. Scheißkette. Also Scheißkerl. Aber die werden mir das bezahlen. Uns werden die das bezahlen. Wir machen uns nicht an die kleinen Krauter ran. Die nützen uns nichts. So groß wie möglich gehen wir ran. Ja, alles auf einmal loswerden. Das meine ich auch. Im Ganzen weggeben. Wir wollen das ja nicht tütchenweise verkaufen. Bestimmt nicht. Vielleicht noch abwiegen, was? Auf einer Briefwaage. Nee. Ganzen weg. Ganz richtig. Alles oder nichts. Bloß kein Kleinkram anfangen. Einfach sagen, ihr habt das Zeug und bezahlt. Umgekehrt. Bezahlt, ihr habt das Zeug. Natürlich. Wir sind ja nicht von gestern. Nee. Das sind wir nicht.
Hier stehen die Brüder. Aber sie sind natürlich wahnsinnig vorsichtig. Wenn du so ein paar ausgeflippte Mädchen siehst, sind meistens Verbraucher. So eine müssen wir finden. Dann müssen wir sie dazu bringen, dass sie auspackt, woher sie das Zeug hat. Schau mal, die zwei. Geh mal hin. Ich doch nicht. Wieso? Ich kann das nicht. Das sind doch fast nur Kinder. Ach, Kinder. Heute gibt's da keine Kinder mehr. Was, da sind bestimmt keine. Guck mal. Da habe ich was reingetan, damit sie Appetit kriegen. Dafür kriegst du von bestimmten Leuten alles, auch was wir wollen. Namen, Adressen von Händlern. Wer ist da? Klein, Kriminalpolizei. Grüß Gott, Frau Dornwald. Grüß Gott. Kann ich reinkommen? Bitte. Danke. Sie sind vorsichtig geworden. Bitte kommen Sie. Sagen Sie, ist Ihr Mann da? Nein. Ich habe mich im Geschäft angerufen, da hieß es, er ist nicht da. Er hat Urlaub genommen. Er hat Urlaub genommen? Ach, das wussten Sie gar nicht. In dem da, der Portier. Soll ich mit reinkommen? Du bleibst besser im Hintergrund. In Ordnung. Hallo? Sind Sie der Portier hier? Ja. Ich bin in einer geschäftlichen Sache hier. Ich hätte was anzubieten. Unter Umständen ist das was für Sie. Halten Sie doch mal die Hand auf. Na, machen Sie schon. Sind Sie Taxifahrer? Wieso? Ich meine nur. Wir haben die große Sorge, Frau Dornwald, dass Ihr Mann uns etwas verschweigt. Wir befürchten nämlich, dass sich in dem Koffer Rauschgift befunden hat. Und wir befürchten ferner, dass Ihr Mann Dinge tun könnte, die unter Umständen lebensgefährlich sind. Rauschgifthandel, das ist mit die gefährlichste Branche, die es überhaupt gibt, also mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Deswegen meine Frage, falls Ihr Mann uns irgendetwas verschwiegen haben sollte, dann sagen Sie es jetzt bitte in Ihrem Interesse und auch in seinem. Wissen Sie, mein Mann hat Ihnen etwas verschwiegen. Aus gutem Grund, seinem Vater zuliebe. Der hat nämlich den Koffer geöffnet. Mein Mann wird sehr böse sein, dass ich Ihnen das sage, aber ich habe Angst. In dem Koffer waren 10 Plastikbeutel mit einem weißen Pulver. Jeder Beutel 1 Kilo schwer. Warum sagen Sie uns das erst jetzt? Und es sind Anrufe gekommen. Ein Mann hat 2-mal angerufen. Er wollte die Beutel zurückhaben. Wie kann Ihr Mann uns so etwas verschweigen? Ich sagte ihm doch, er wollte nicht, dass irgendjemand erfährt, dass sein Vater den Koffer geöffnet hat. Wo sind die Beutel jetzt? Mein Mann hat alles in die Isar geschüttet. In die Isar geschüttet? Wie viel, wie viel? So viel wie möglich. Wenn schon, dann hoch rangehen. Sag ich ja auch. Aber ich muss doch eine Zahl nennen. Ach, eine Zahl. Ein Limit. Wann soll ich sagen, nee, so läuft es nicht? Ich muss doch eine Vorstellung haben. Zum Beispiel, unter 600.000 ist nichts. Sense, kommt nicht in Frage. Oder 500.000?
Würden uns 500.000 genügen, meine Frage unter uns? Oder sollen wir höher gehen? Der Ärger ist so, dass wir nicht ganz genau wissen, was die 10 Kilo wert sind. In die Isar geschüttet? Du lieber Himmel, der hält uns wirklich für voll, Trottel. Der findet da die 10 Beutel, der weiß genau, was drin ist. Und der weiß, was das Zeug wert ist. Und kann sein. Nein, nicht kann sein, so ist es. Wo ist er? Ich rufe andauernd an. Er ist bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Seine Frau macht sich schon Sorgen. So, ist ja doch allen Grund. Und ich sag dir, wir gehen nicht unter eine 500.000, einverstanden? Ja, einverstanden. Mann, oh Mann, eine 500.000, wenn ich mir das vorstelle. Ich hab nämlich auch ein paar Sorgen, die mir bis zum Hals stehen. Da weißt du nichts davon, musst du auch nicht. Hugo, habe ich mal was gesagt. Ist noch gar nicht so lange her. Da waren wir uns beide einig. Ein Schwung Geld müsste man mal in die Finger kriegen. Ein Schwung Geld. Wo sind die? Gleich da. Da vorne steht einer. Hab schon gesehen. Du steigst aus, setz dich hinten hin, dass du ihn vor dir hast. Wohin? Zum Friedensengel. Ah, da sind sie's ja. Dann steigen sie an. Einen schicke ich gleich voraus. Aufs Kreuz legen können sie uns nicht. Und nackt bin ich auch nicht. 24 zu 4. Sagen Sie doch was. Kann ich mal sehen, was Sie anzubieten haben? Ich glaube noch nicht, dass wir das bei uns haben. Auch keine Probe? Die können Sie haben. Und davon haben Sie 10 Kilo. Genau 10 Kilo. 10 mal 1 Kilo. 10 mal 1 Kilo. Warum lachen Sie? Das hat nichts zu bedeuten. Also, zum Geschäft. Wie viel soll das bringen? Was haben Sie sich vorgestellt? 500.000. Und wir kommen nur zusammen, wenn Sie das akzeptieren. Eine gute Zahl. Eine runde Zahl. Die passt da nicht drauf. Nein, da passt die nicht drauf. Wann können wir den Austausch vornehmen? Wenn Sie wollen. Wir haben Zeit. Machen Sie einen Vorschlag. Na, heute noch. Ja, ich muss das erst holen, wissen Sie? So in der Stunde können Sie es haben. Also gut. In einer Stunde. Und jetzt sage ich Ihnen, wo. Ihr Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Das ist ganz ungewöhnlich. Was? Dass er sich nicht meldet. Du sagst, da weiß noch jemand Bescheid. Ja, der Kollege seines Vaters, ein Wilhelmi. Wilhelmi heißt er, ja. Kollege, also Taxifahrer. Vielleicht kann man den über Funk erreichen. Keinen Ton, hat er gesagt. Eine 500.000. Sofort akzeptiert. Wieso? Ich frag dich mal, wieso? Weil es geschenkt ist. Weil wir zu billig waren. Eine 500.000 ist doch auch gut. Natürlich ist die gut. Aber wenn wir 600 gesagt hätten oder 700, der hätte nicht Nein gesagt. Ja, der aber hätte nicht Nein gesagt. Gibt's ja nur zu bedenken, sonst sage ich ja nichts. Ich bin ja zufrieden mit einer 500.000. Und wie ich zufrieden bin. Eine 500.000, Junge. Wir. Jetzt sind wir mal dran. Ja, schon gut, schon gut. Ist ja in Ordnung. Er ist zum Kotzen. Ich muss immer an Vater denken. Dem nützt das jetzt auch nichts mehr. Jetzt denk mal an dich. Das nicht? 36,87.
Abstellen, abstellen. ...3687 hat soeben gekündigt. 3687. Meldet sich einfach nicht. Ist doch sicher sehr ungewöhnlich. Ja, weil es ist eine Vorschrift, dass das Gerät immer eingeschaltet sein muss. Kann ich mal telefonieren? Nebenan rechts, bitte. Danke. Ja. Ja. Ja, das heißt, Harry, da läuft jetzt was. Jetzt in diesem Augenblick. Wart mal. Harry. Ja? Okay, ist gut. Die 3687 ist ja sicher nicht vom Erdboden verschwunden. Wenn sie jemand sieht, möchte es bitte sofort melden. Hat er sich einen Platz ausgesucht? Ich habe 3687 gerade in der Landsberger Straße gesehen. Vor Richtung Bahnhof Pasing. Ich muss noch mal telefonieren. Hier bitte. Das sind alles linke Hunde. Da kannst du mit jeder Schweinerei rechnen. Die habe ich in der Hand. Und die behalte ich auch in der Hand. Bahnhof Pasing. Na dann, Ring Alarmfahndung. Da ist er. Also jetzt. Nimm du die Tasche. Ich bleib hinter dir. Haben Sie das Geld? Ich kaufe doch nicht. Kaufen tut jemand anders. Das Geschäft ist zu groß für mich. Na? So kommen wir doch noch zusammen. Er hat meinen Vater umgebracht. Er ist der Mörder.